Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roam Total War 2 mit Makedonien. Ja, wir werden nächste Runde hier Aktau wieder befreien und dann hier drüben Richtung Norden weiter spazieren, die königlichen Sküten vernichten und schön. Und danach werden wir Pergamon, die Freundschaft kündigen, sage ich mal. Und dann uns gut platzieren. Und dann müssen wir versuchen, die so schnell wie möglich zu vernichten. Was sehr schwer wird. Entwicklungsding ist, glaube ich, gerade zivil. Ja. Bündnis gebrochen, Avena nach Hause zurückgekehrt, Rang erhöht. So. Warte mal. Charaktere, genau, das ist der. Der bekommt hier auch kein leichtes Mädchen. Okay, das ist jetzt zum Beispiel schlechter für mich. Ja, die haben bessere Chancen, die anzugreifen. Oh, geht zur Seite, Mann. Gut. Nachtangriff? Ist jetzt gleich. Das mache ich auch automatisch. Solche Kämpfe. Selbst zu spielen ist extrem kompliziert. Ja. Also. Gut, die Fraktion wurde vernichtet. Super. Gut. So, hier können wir jetzt ein Templi bauen. Hier machen wir mal. Hier machen wir mal Essen. Und. Hier ist er. Armee aufstellen. Gut, der wird dann nächste Runde sterben. Auf wundersame Weise. Und jetzt geht's hier ans Eingemachte. Ja, das gewinne ich ja auch total easy. Ja, 86. Warte mal, ich umstell den mal weiter. Wie alt ist der General? 51. Ja, komm. Komm. Nein. Ich spiele das trotzdem. Weil 51, der wird bald sterben. Und ja. Ich hatte da, glaube ich, länger hier keine Schlacht mehr. Schlach. So. Dam-da-dam-da-dam-da-dam. So, trocken, Aufstellung starten. Wo steht da? Da habe ich keine Ahnung, aber wahrscheinlich hier. Das heißt, mein General wird hier auftreten. Die Elefanten kommen von hinten. Was sehr komisch ist, aber ich will das so. Zwei
Pikeniere stellen sich hier auf. Mit. Nee, komm. Alle drei Pikeniere kommen hier hin. Die Hopliten gehen dann da rein. Bogenschützen sind hier. Gut, hier Präsenz ist halt extrem geil. Euer General reduziert die Kühlzeit der Fähigkeiten von Einheiten in der Nähe um 60 Sekunden. Und ja. Also hier ist es jetzt, bei den Einheiten ist es jetzt nicht sehr effektiv. Also hier wäre es effektiv. Aber so bei Bogenschützen, die eben schneller nachladen oder ja, einen krassen Effekt haben, bei denen sind 60% echt heftig viel. Also nicht 60%, sondern 60 Sekunden. So. Der hat sich irgendwie komisch aufgestellt, oder? Ich werde auf jeden Fall versuchen, mit der Kavallerie hier reinzugehen und ihn dann von hinten anzugreifen. Oh nein. Upsi. Ich gehe mal da raus. So, Le General. Die trampeln mal hier ein bisschen rum. Die haben ein paar Probleme hier oben. So, hier wird es mal ein bisschen angegriffen. Hier kommen die auch vor.
Elefanten rein, alle rein. Ja, das ist alles ein bisschen blöd hier. Jetzt haben die ja wieder Trampeln, was super ist. Ja, geht schon. Ah, der wird sterben. Schade. Schade. Ah, also die haben sehr, sehr gelitten. Wahrscheinlich auch, weil weil da eben das Katapult auf dem Hügel war. Und wahrscheinlich habe ich einige Einheiten selbst gekillt. So. Ah, schade. So, das hat er mit Erfolg platt gemacht. Warte, das brauchen wir hier nicht. Ja, Schildträger habe ich hier natürlich nicht, aber das werde ich dann in den nächsten Folgen machen. So. Die hat was bekommen. Warte mal. Die schicke ich dann da weg, weil die hat... Wieso habe ich... Die habe ich hier ein bisschen aggressiv eingestellt. Die hockt einfach nur zu Hause rum. Naja, okay. So, dann schaue ich, was hier oben ist. Hier sind, ist die Gallische Föderation. So. Hier, du schaust mal hier weiter. Okay, ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr die ganze Karte aufgedeckt, bis halt bis auf hier. Ja, das ist ja klar, was das ist. Okay, Rom ist weg. Ich dachte, Rom hat Karthago befreit, aber das Rom ist einfach nur untergegangen und dadurch ist Karthago wieder aufgeploppt. Wahrscheinlich durch Rebellen. Karthago ist jetzt einfach weg. So, gut, nächste Runde. Rom ist weg. Rom ist weg. Nur gut. So. Ich glaube, also von der Zeit... Edler Tod, wer denn? In Dareios Untergang. Alter, was ist das denn? Ha. Ja, dann mache ich den. Rang erhöht, natürlich, ja, tot. Natürlich ist er natürlich.
So, motivieren, Baubericht, Haus erweitert sich, Charakter, Eigenschaftsbericht. Gut. Ja, Siedlungssabotage. Gescheitert, egal, wir bekommen Armeesabotage. Wir bekommen Erfahrung, das ist die Hauptsache. So, du greifst jetzt mal hier an. Oh nein, er ist tot. Jetzt müssen wir ihn aber rächen. So. Ja, ist ein bisschen kaltblütig. Handel machen wir, hier machen wir das, hier machen wir das, hier machen wir Fische. So, du marschierst hierhin, du marschierst dahin. Du bekommst noch eine Hopliteneinheit. Wohlstand aus seinem Handel. Ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, das da. So, gut. Wie sieht's hier jetzt aus? Öffentliche Ordnung ist bis zum Himmel hoch. Du marschierst jetzt mal Richtung hier. Wie sieht's denn gerade aus mit unserem verlässlich? Das ist praktisch. Tja. Expansionspolitik. Mögen die nicht, kulturelle Abneigung, Vergangenheit, Krieg mit Aurosoi. Was? Mit wem? Aurosoi. Wer ist das? Wahrscheinlich habe ich die schon platt gemacht. Gut, ja, ne? Dann hier. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft. Zweifellos von der Weisheit Athenes selbst inspiriert ist. Nee, noch nicht. Weil ich ich bin zwar vertrauenswürdig, aber noch nicht hochgestiegen. Wobei nach vertrauenswürdig kommt treu und das bin ich ja dann nicht mehr. Gut, lalalala. Hier, du bekommst noch was. Du bekommst. Ja, das da. Du bekommst Kinder. Östliche. Gegen östlich. Moral für alle Elefanten. Habe ich Elefanten? Ich habe keine Elefanten. Ich will Elefanten haben. Wo bekomme ich Elefanten her? Hier unten. Oder nee, nee, warte. Nee, warte. Wo kann ich mir nochmal Elefanten herholen? Ich glaube, das war. Nee. Wo war das nochmal? Das hier war. Nee, hier. Nee. Ich bin verwirrt. Wo kommen meine Elefanten her? Was ist denn los? Warte mal. Aber ich habe doch schon einen Elefanten. Wo ist meine Armee mit den Elefanten? Hier. Ja. Ah, wo habe ich dich her? Also ich kann durch Söldner kann ich, also mit Söldnereinheiten kann ich Elefanten bauen. Aber kann ich nicht auch so Elefanten holen?
Ich bin etwas verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Weil hier kann ich keine Elefanten machen. Dann sind es wirklich seltene Elefanten? Aber normalerweise werden die ja Ja, ich weiß, das ist doof. So, dann kommen mal alle Spione wieder zurück nach Hause. Ja, du kannst da bleiben. Steuermänner, die 10.000, die bekommen was. Hier, das da und du bekommst das da. Das war's. Ja, naja, ne? Schöne Söldner-Elefanten. Wo kommen die her? Das sind auch keine Söldner. Glaubst du wirklich, du kommst gegen eine Armada? Mit einem Typen daher. Ja, ich weiß, ich hab's gerade auch gemacht. Aber ich hab genug. Ich hab genug Armee. Super, erkannt wurde Sezession. Ägyptische Familie. Ja, ich bin sehr froh, dass das da noch unsere Armee ist. Gut, also. Und wir haben gerade die feindliche Armee vernichtet. Oder die feindliche Ding. Du kommst auch mit, dann bekommst du auch noch zwei Erfahrungspunkte. So. Wunderbar. Dann hier alles hochtrimmen. Hier das da, das da, das da, das da. So, dann würde ich sagen, nächste Runde geht's dann Richtung Abtrünnige und noch weiter Richtung Norden und dann Pergamon. Bye, bye.